Sunny Bell scheint. Die von Peter Schirgen trainierte Ittlingerin Sunny Bell hat am Dienstag in Krefeld die dreijährigen Konkurrenz des Tages gewonnen. Dabei machte die Exceed and Excel-Tochter bereits einen sehr guten Eindruck, sodass man mit ihr wohl höhere Ziele anstreben wird. Sie ist unter anderem für die German 1000 Guineas genannt. Erster Sieg vom kleinen Hammer. Tore Hammer-Hansen, Sohn des Ex-Jockeys Lennart Hammer-Hansen, konnte am Dienstag in Krefeld sein erstes Rennen überhaupt gewinnen. Mit Hurricane Harry gewann er somit genau an jener Stelle, an der sein Vater vor Jahren seinen 1000. Sieg als Jockey feierte. De Vries und Pedrosa wieder da. Adri De Vries wird am Sonntag in Düsseldorf in die Saison einsteigen und auf dem Grafenberg in der X-Tipp Frühjahrsmeile Degas reiten. Auch Eduardo Pedrosa kehrt nach Auslandsaufenthalt zurück und reitet im Grupperennen de Treville.